Hallo, ich wollte ein bisschen diese Roger-Gitarre demonstrieren, weil die Nachfrage groß ist und die Leute auch wissen wollen, wie so eine Gitarre klingt. Ich muss erst mal sagen, das ist eine ziemlich große Jazzmama mit 17 Zoll. Und das hier ist eine der Obermittelklasse von Roger. Also es gibt die Junior. Es gibt dann die Cutaway, so wie ich weiß, gibt es noch eine andere Blonde und dann kommt die hier, die Roger Luxus Cutaway. So, der Zustand der Gitarre ist einigermaßen schön, gut, hat schon eine sehr schöne Patina, die Saitenlage ist sehr gut. Vielleicht kann man hier sehen noch, wie dick der Hals ist. Ja, und ich würde sagen, der einzige kleine Schaden, der vielleicht ein bisschen unschön ist, ist, dass hier die Farbe, das ist zwar lackiert hier, aber die Farbe ist irgendwie jetzt, das ist wie ein Flecken da. So, ich benutze hier jetzt mal ein Kondensatormikrofon, aber G. Und werde ein paar Dinge spielen, erstmal akustisch. Und dann wird man mal schauen, wie diese Gitarre auch elektrisch spielt. Also ich spiele mal ein paar Akkorde. Jetzt machen wir Oktaven. Die klingt anders als die 11.5 zum Beispiel von Gibson. Die hat ein bisschen leicht hohleren Klang, ist aber trotzdem sehr bassig, hat also viel Bass und Mitten. So, ich wollte noch mal ein paar andere Art von Akkorde spielen. Ganz oben hier vielleicht. Der hat einen enormen Attack, ne? Andererseits ist das System auch nicht schlecht, wenn ich das hier, also die meisten Achtops, die haben da ein Problem hier oben. So, jetzt mache ich mal elektrisch. Bisschen jetzt Singapur-Tons. So, jetzt wollen wir da, also die meisten Jazzgitarren haben Schwierigkeiten gleich auf dem 12. Bund. Da klingt die sehr stumpf und kurz nur. Das ist die Oktave.
Also die spielt da oben sehr schön. Gibt es noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Ich hoffe, dass dieses Video ein bisschen ein bestimmtes Bild für den Käufer macht, wo er sich besser entscheiden kann, ob diese Gitarre ihn zusagt oder nicht. Also, gute Zeit.